Diesen Beitrag widmet Ihnen die Raiffeisenbank Perchtoldsdorf. Der Traum ein Leben. Das ist ein altes Stück von Grillparzer. Also es ist 200 Jahre alt und es hat etwas Biedermeierliches. Und zwar deswegen, weil Grillparzer das Stück ja so schrieb, dass ein junger Mann, übrigens im Original, der in die Ferne ziehen will, der auch berühmt werden will oder Macht erreichen will, bleibt noch einmal zu Hause in der Nacht in der Hütte bei der ihm liebenden Mirza, seiner Cousine und dem Oheim, das ist es im Original. Und der Traum ist so erschreckend und zeigt ihm alle diese Gräuel, die durch die Macht passieren, ja, die Schwierigkeiten auch in die Welt zu gehen, dass er wieder aufwacht und draufkommt, dass es nur ein Traum ist, glücklich zu Hause bleibt. Und ich fand schon immer, dass dieses Happy End keines ist, dass das eigentlich eine Katastrophe ist. Denn ich finde, da wird ein junger Mensch um seinen Traum gebracht, um sein Leben, um seinen Lebenstraum. Er geht nicht mehr raus, weil er sich fürchtet, er bleibt bescheiden und klein. Und das finde ich, ist eigentlich kein Happy End meiner Sicht nach. Und ich wollte das immer schon spielen und das auch zeigen. Und jetzt habe ich es gedreht insofern, dass die weibliche Person als Hauptdarstellerin gewählt hat, die weggehen will. Das ist natürlich ein bisschen anders, da musste ich viel ändern. Es trifft aber, glaube ich, ganz gut. Die Königin ist tot! Du scheinst im Massaal! Mit der Rolle der Mirza kann man sich leicht identifizieren? Mann, weiß ich nicht. Ich schon. Ich weiß nicht. Ja, doch. Eins, des Innern stiller Frieden und die schuldbefreite Brust. Wie ich immer sag. Weil sie so ein bisschen so rebellisch ist und so ihr Ding macht. Und ich finde, dass sie das gut so verkörpert. Ich bin Königssohn. Mir gebührt die Krone. Sie nur Witwe. Und sie greift sich an meinem Erbe fest. Das erste Mal habe ich mit der Trude zusammengearbeitet im Jahr 1995. Das war damals noch draußen vor der Tür im Perchtoldsdorfer Gymnasium beim Bühnenspiel. Nein! Wackere Krieger und ihr alle! Werft euch nieder hier im Staub. Euer Herrscher, der steht hier. Diesmal zwei Rollen, ist das schwierig? Ja, das ist mir schon sehr schwierig gefallen. Vor allem die Rolle des Rustern ist mir nicht so leicht gefallen, weil da weniger Rollenentwicklung passiert. Also beim Prinz, da ist es ja so, da passiert was und da vergeht Zeit und so. Aber der Rustern, das sind ja eigentlich nur zwei Tage, wo man den sieht. Eine Stimme, dumpf und dröhnend, schien da an mein Ohr zu kommen, als ich lag von Angst betäubt. Du standst damals... Sie? Hä? Sie stand oben, oben auf dem Felsen. Oben, stimmt. Ich glaube, dass es immer gilt, dass man sich trauen muss, seinen eigenen Weg zu gehen. Diesen Beitrag widmete Ihnen die Raiffeisenbank Perchtoldsdorf.